Hallo, hier ist wieder der Kaffeechaos Uwe. Heute endlich mal wieder Campzeit. Das hat mir schon die ganzen Tage gefehlt, das Camp. Aber heute habe ich endlich mal wieder Zeit gefunden, hierher zu gehen. Wenn ihr wieder Lust habt, mit mir wieder Zeit im Camp zu verbringen, bleibt ganz einfach dran, würde mich wie immer freuen. In der einen Woche, in der ich nicht hier war, hat sich hier so einiges getan. Hier wurde Holz gemacht ohne Ende. Vor einer Woche lag das hier alles noch nicht. Besonders hat es mir dieser Stapel hier angetan. Bauholz in der richtigen Stärke, richtiger Länge. Damit würde ich eine ganze Ecke weit kommen. Ich werde das Ganze im Auge behalten. Aber auch so ein paar Kleinigkeiten habe ich mir natürlich heute auch wieder vorgenommen. Ich möchte mich heute noch mal ein bisschen mit der einen Liege beschäftigen. Zuvor möchte ich die aber erst noch mal ausmessen, dass ich dann auch die Maximum an Länge einbauen kann. Ich will versuchen, dass ich wenigstens 1,90 so hinkriegen kann. Vielleicht bekomme ich auch mal Gäste, die ein bisschen größer ausgefallen sind. Das will ich gleich mal checken. Und wenn ich das gemacht habe, möchte ich mich dann hier nochmal umschauen nach Bauholz, ob ich noch irgendwas Kleines an Stämmen hier finde. Das Maximum, was ich machen konnte, war 1,90 Meter. Größer wäre nicht reingegangen. Aber mit 1,90, das ist schon okay. Jetzt werde ich das ganze Holz für die Liege hier reintragen, dass es nicht noch mal nass wird. Und beim nächsten Campbesuch fange ich dann an mit dem Bau der Liege. Also vorhin habe ich genug gearbeitet, habe noch mehr geschafft, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Das Baumaterial ist auch schon hier sicher, liegt trocken, kann jetzt von mir aus regnen, es wird jetzt nicht noch mal nass. Lagermöglichkeiten habe ich ja hier ohne Ende. Und hier hat erst noch mal das Bauholz einen guten Platz gefunden. Hier ist es noch mal super vor Nässe geschützt. Die Vorarbeit ist das Schlimmste. Das eigentliche Bauen ist eigentlich gar nicht so schlimm. Zumal habe ich schon eine gute Vorarbeit geleistet. Alles schon zugesägt. Nur noch den Unterbau basteln, das ist aber nicht so das große Problem. Aber auf alle Fälle hat mir die ganze Bastelei in den letzten Monaten total gefehlt. Feuerchen schaffe ich heute nicht mehr. Heute muss der Gasbrenner ran.
ich glaube, ich werde jetzt hier schnell mein Käffchen trinken und ich muss wahrscheinlich hier schnell die Flocke hier machen. Da wird gleich was richtiges Dickes kommen hier. Grüßterchen an alle Kaffeesüchtigen. Auch wieder einen dicken, fetten Gruß an den Carlos. Ja, und nochmal einen speziellen Gruß an den Alex. Also bis du mich hier am Camp besuchst, bis dahin habe ich dann auch die Gästeschlafliege fertig gebaut. Meinen Gästen soll es ja auch schließlich hier gut gehen im Camp. Ich werde mich jetzt auch nicht mehr ganz so lange hier aufhalten. Trink mein Käffchen noch aus, pack meine Sachen zusammen und dann geht's wieder ab nach Hause. Vielleicht hat er da auch wieder ein bisschen Spaß hier. Die Bauarbeiten am Camp zu verfolgen. Also dann, bis zum nächsten Mal, der Kaffeechaos Uwe.